Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Hilse? Nein, ich lasse nur Fragen von weiblichen Abgeordneten der AfD zu. Herr Kollege. Und? Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Erlauben Sie eine. Ja, ich habe Ihnen ja noch nicht guten Morgen gesagt. Ja, guten Morgen. Ich wurde eben freundlich von Herrn Schäuble begrüßt. Und ja, heute ist aber, kommt so ganz dick nach. Jetzt auch noch von mir. Meine Güte, was wird das für ein Wochenende? Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Hilse? Ja, gerne doch. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Hoffmann von der FDP-Fraktion? Das kommt darauf an, wie viel Schoppen Wein ihr dann. Also, gut, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Auerham, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Bei uns sagt man nicht Schoppen, sondern Viertel. Aber sei es drum. Erlauben Sie eine Zwischenfrage zur AfD-Fraktion? Nein, das lassen Sie mich doch erst mal ein bisschen ausführen und dann können wir da gerne vielleicht noch zum späteren Zeitpunkt drauf zurückkommen. Frage mal in Richtung der Grünen. Was ist eigentlich mit Baden-Württemberg? Da haben wir noch gar nichts. Erlauben Sie eine Zwischenfrage, der Kollege von Amtswerk? Das wäre interessant, mal zu hören. Und Stichwort europäische. Ja, dann los. Bitte sehr. Sie erlauben die Frage jetzt doch. Das ist ja interessant. Ja. Ich habe das so verstanden, als wollen Sie eine Kurzintervention anschließend machen, die ich zulassen würde. Wenn die Kollegin Högel die Zwischenfrage Stellen nicht zulässt, Frage. Frau Kollegin Amtswerk, bin ich nicht befugt, meinerseits zu erklären, dass Sie jetzt Zwischenfragen dürfen. Liebe Frau Amtswerk, stellen Sie Ihre Frage. Aha. Trotz der Krise sehr erfolgreich noch die Legislaturperiode. Herr Hilse zu Wort kommen zu lassen, zu einer Zwischenfrage? Wer? Herr Hilse von der AfD. Nee, habe ich nicht mehr. Tut mir leid, meine Zeit ist vorbei. Herzlichen Dank. Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Herrn De Fabio? Von? Vom Kollegen von der Linken. Gerne. Gut. Ah. Volontiers. Avec plaisir. Man kennt sich. Vielen Dank. Dem Herr Kollege Beermann, der Kollege Huber von der AfD würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, dann mal zu. Ja, ist doch egal. Kollegin Hiller-Um, gestatten Sie eine Frage nee, oder Bemerkung? Ich meine schon nicht mehr. Also nächstes Mal. Tut mir leid. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Malzack? Wollen Sie gar nicht wissen, von wem? Nein, von ihr nicht. Tut mir leid. Genau. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse, AfD? Nein, von der AfD nicht. Die hat schon genug Publikum. Garantiert nicht. Erstatten Sie eine Zwischenfrage, Herr. Aber immer wieder gerne. Herr Kollege Brandner, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie politisch Andersdenkende, politisch Andershandelnde, andere politische Meinung vertretende Menschen einsperren wollen? Nein, denn will ich so, wenn ich, nein, denn will ich so argumentieren würde. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung einer CDU-Kollegin? Nee, ich erlaube keine Zwischenfrage. Sie können ja unseren Anträgen zustimmen und Sie können nachher auch noch was dazu sagen. Das heißt? Kollege Rehberg, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein. Ich habe Prinzipien, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wären Sie auch schlichtweg. Nein. Herr Kollege Lenz, erlauben Sie erstmal schönen guten Abend oder schönen Nachmittag oder ja, Nachmittag, Halbabend. Also gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Krischer. Normal immer gerne, aber ich habe um 17 Uhr eigentlich schon einen Folgetermin. Insofern. Ja, da sind Sie ja eh schon zu spät. Können wir das gerne auch also nicht auf den Ausschuss oder auch auf morgen verschieben? Ja oder nein? Ich habe es nicht verstanden. Nein. Das war jetzt ein Nein. Herr Kollege Lindemann. Gerne. Ich würde gerne eine Zwischenfrage gestellt werden als FDP. Gerne im Anschluss, jetzt nicht. Ja, also entweder. Ja, als Kurzintervention. Ich möchte, jetzt nicht. Herr Präsident, meine Rede zu Ende bringen und als Kurzintervention gerne im Anschluss. Jetzt nicht. Das entscheiden Sie nicht. Okay. 1-0 für Sie. Kommentieren Sie den Präsidenten besser nicht. Okay.
Reden Sie einfach weiter. Und weil das so ist... Kollege, erlaubt... Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage eines Kollegen von der AfD? Ich erlaube Sie und hoffe, dass er die Frage auch gut vorher auswendig gelernt hat und sie sauber aufsagen wird. Ja. Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Doktor? Nö, ich finde, Herr Kraft hat das schon ordentlich ausgeführt, was er da zum Besten zu geben hat. Insofern glaube ich nicht, dass das einen Mehrwert gibt. Insofern die... Na, ordentlich in seinem Sinne. Okay, ja, in seinem Sinne. Ordentlich war in der Tat etwas zynisch pointiert. Gehört hier nicht hin, aber so will ich es auf jeden Fall verstanden wissen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Das ist nämlich auch möglich von Herrn Fritsch. Nein. Gut. Ah, mir nicht. Ja, Herr Kollege Binding, der Kollege Fricke würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Das Risiko gehe ich ein. Und nein, ich nehme die Anfrage nicht an, Herr Böhringer. Zweitens. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Böhringer? Nein. 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 Herr Lenker, das ist die Ursache. Ja. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Bernhard? Wenn es denn unbedingt sein muss. Ja, Sie sollen es entscheiden. Ja. Kollege Und deshalb Schulz, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein, wir wollten doch hintereinander durchziehen und ich möchte, dass Sie pünktlich Feierabend machen. Bekenntnis. Herr Kollege Lindner, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Jongen aus der AfD-Fraktion? Ich erlaube gerne eine Zwischenfrage von Herrn Jongen, weil das immer ein sehr lehrreiches Erlebnis für ihn ist. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Ach ja. Das verlängert auch Ihre Redezeit. Insofern. Da helfen Herr auch Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Justizministerin? Gern. Der Abgeordnete. Ich habe das schon verstanden. Frau Kollegin, Ministerin, wo sind Ihre Reformen? Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, erlaube ich nicht. Vielen Dank. Ein Zustand, nicht traurig sein. Ist alles gut. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Ich möchte mit Weiß auf die Zeit insgesamt diejenigen nicht davon abhalten, pünktlich Züge und Busse zu erreichen, beziehungsweise den Flieger. Ja, bitte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Ja, eigentlich nein. Herr Kollege. Aber gut, weil heute mal der Letzte ist, ja. Danke, Herr Kollege. Der temporären Mehrwertsteuer. Herr, haben Sie noch eine Zwischenfrage aus der FDP provoziert? Nee. Lassen Sie auch die zu? Nein, jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Es reicht. Es reicht. Ja. Und nein, Herr Seitz, bevor der Bundestagspräsident mich fragt, ich sage jetzt schon die Antwort, ich werde nicht zulassen, dass Sie... Sie werden sie nicht zulassen? Nein. Nee. Also. Was wir nämlich auch verankert haben? Der Kollege... Beutin würde ich gerne eine Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie sie? Ja. Bitte? Gerne. Dann halte ich die Uhr an. Das wäre schön. Deswegen müssen Sie antworten. Und weil wir Ihnen Herr Kollege Pfeiffer, auch der Kollege Neumann würde noch gern, Dr. Neumann würde noch gerne eine Zwischenfrage stellen. Die lassen Sie auch noch zu. Und irgendwann müssen Sie dann auch noch den Rest Ihrer Rede absolvieren. Denn lieber ich habe mir heute Morgen nichts mehr vor. Bin ja, aber der Rest des Hauses ist noch bis heute Abend verplant. Ne? Kollege Frieser, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hasselmann. Aber selbstverständlich, um Gottes Willen. Herr Frieser, wenn Sie so besonders schlau sind und wissen, dass alles schlecht... Wenn Sie so besonders schlau sind... Langsam. Herr Weinberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch. Ja, ich sehe Sie nicht, aber jetzt sehe ich Sie auch. Sehen Sie mal. Bei der gestatten Sie Zwischenfragen, aber bei mir nie. Herr Müller, da würde ich mir jetzt aber Gedanken machen an Ihrer Stelle. Ist ja. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Hampel? Ich erlaube, ich habe das Prinzip ja, dass ich immer gerne Zwischenbemerkungen erlaube, weil das auch eine Lehrerfahrung und Lernerfahrung für Herrn Hampel ist, die ich ihm dann gleich bieten werde, deshalb sehr gerne. Hätten Sie auch mit Ja oder Nein sagen können. So, Herr Hampel.
Frau Kollegin, Frau Präsidentin, ja. Die Herr, ja, Kollegin erlauben Müller Sie die Gemmich, Zwischenfrage? Ich möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Das hätte der Herr Straubinger gerne, dass es noch eine Zwischenfrage gibt. Nein. Ja, aber die würde, ja, ich, schon, ja recht. Die würde ich schon auch gerne stellen. Also ich das macht da schon immer wieder Kollegin Spaß. Keinen Wunsch abschlagen. Ja, das weiß ich doch. Also, Frau Kollegin, bitte. Ich bitte, natürlich, ich lasse gerne die Zwischenfrage zu. Ja, das danke, ich hätte ohne das Nicken es niemals gewagt. Das ist alles wahr, aber wenn es so funktioniert, Dienst der Zeitersparnis. So sind wir Aussehen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Jung? Das würde nein, Ihnen. Ich habe schon geantwortet. Wirklich, ich muss echt zum Zug. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen in der letzten Reihe der AfD? Ich habe leider jetzt Ihren Namen nicht parat. Ja oder nein? Ich mach's. Ach so, ja, gut. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion der AfD? Nein, das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ich glaube, das ist eben alles gesagt worden, aber er kann gern hinterher noch was dazu sagen. Frau Kollegin, der Kollege Hampel würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich möchte aber keine Zwischenfrage von Herrn Hampel hören. Herr Kollege, wie sind der Kollege sichert, AfD würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Sehr geehrter Präsident, mit Ihrem Verständnis, Albert Einstein hat mal gesagt, das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich. Da ich glaube, dass die Frage nicht dazu beitragen wird, dass wir dieses Zitat heute Morgen widerlegt kriegen, würde ich die Frage ablehnen. Herr Kollege Ulrich, der Kollege Spanier würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Da er doch nachher noch redet, muss er mir jetzt keine Frage stellen. Er kann doch nachher auf mich eingehen, dann hat er vielleicht auch eine vernünftige Argumentation. Sie wollen keine Frage zulassen? Nein. Herr Kollege Fechner, ich habe zwei Wünsche für Zwischenfragen. Einmal vom Kollegen Birtel und einmal vom Kollegen Dr. Schinnenbeug. Gestatten Sie die Fragen? Nein, die Debatte hat ein hohes Niveau. Deswegen möchte ich jetzt keine Zwischenfragen von der AfD. Alter, eben nicht. Herr Kollege Fechner, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie keine Zwischenfragen zulassen wollen. Na, die Frau Rottmann hat so gut mitgearbeitet bei dem Gesetz, sie darf was fragen. Ach so, also jetzt doch. Gut, ja, dann muss ich Sie in Zukunft wieder fragen, ob Sie Zwischenfragen zulassen. Frau Kollegin Rottmann, Sie haben das Wort. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom FDP-Kollegen? Von wem? Nein, nicht von Ihnen. Nein, setzen. Bitte. Frau Dr. Jung, Entschuldigung, von Dr. Jung. Nein, Dr. Jung war zuerst da. Dr. Jung, aber nur, wenn er Schwäbisch schwätzt. Bitte. Kann der Schwäbisch neu, Badisch. Sehr das ist was anderes. Also halt Dr. Jung, bitte. Lieber Herr Kollege Özdemir, im badischen Landesteil können wir auch Hochdeutsch, und das machen wir hier in Berlin. Herr das Kollege ist mitnichten Frei, so. Der Kollege Dr. Neumann möchte gerne noch eine Zwischenfrage stellen. Bitte schön, kann er gerne tun. Wenn Sie es zulassen, darf er. Ja, ja, selbstverständlich. Sicherlich nicht. Ullmann ist mein Name. Sie haben Neumann gesagt. Oh, ich bitte nach uns. Ist nicht so schlimm. Trotzdem hat der Kollege Frei Ihre zugestimmt, dass Sie eine Zwischenfrage stellen. Und ich bedanke mich um Entschuldigung. Dafür. Ich habe so viel Mitleid mit Ihnen gehabt, weil Sie nur eine Redezeit von einer Minute hatten. Aber jetzt ja. Herzlichen Dank. Bitte. Herr Kollege Nüßlein, der Kollege Hampel würde auch noch gerne eine Zwischenfrage stellen. Weiß er nicht? Doch eine von der AfD. Ja, ich weiß ja, dass Sie für Facebook Ihre. Lassen Sie es zu. Mach ich ja. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Daldrup? Wenn die Unionsparteien und die SPD den Mut haben, das BauGB im Bauausschuss zu diskutieren, dann akzeptiere ich Zwischenfragen, sonst nicht. Nee, also erstmal sollten Sie auf meine Frage mit Ja oder Nein antworten. Das war ein klares Nein. Es war ein Nein. Ein gut. Dankeschön, also dann geht's jetzt. Ja, von wegen feige. Ich meine, wer duckt sich denn weg um diese wichtige Debatte? Wer hat das denn verhindert im Bauausschuss? Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, ich möchte deren Redezeit zumindest nicht verlängern. Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Gerne, ja. Oh, das denke ich mir. Eine kurze, ne, von Herrn Holm. Ja, er hat es ja genehmigt. Nur weil ich wusste, es war. Ihre Kollegin möchte nicht. Und
Ihr Antrag von der AfD, Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Ja, ich wollte gerne auf die Argumente eingehen, aber wenn Sie die Redezeit verlängern wollen, herzlich gerne. Da werde ich schon darauf achten, dass das nicht übertrieben wird. So, Herr Cottret. Herr Kollege Lindt, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Ich erlaube sehr gerne eine Zwischenfrage der AfD-Fraktion, weil ich die AfD-Fraktion so instrumentalisiere zur Verlängerung meiner Redezeit. Also gerne. Herr Kollege, aber gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gelper? Gerne. Ich habe mich schon gewundert, dass er diesmal keine stellt. Er scheint noch nicht so schnell Feierabend machen zu wollen. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe ja noch gut 2 Minuten und ja, dachte, ich nähere mich heute mal von der Metaebene. Aber das ist bei so einem Zwiegespräch. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein, Herr Präsident, ich gestatte keine Zwischenfrage aus der AfD. Das ist immer dasselbe. Die wollen ihren YouTube-Kanal füllen und am Schluss geschieht es nur ausschnittsweise. Oder glauben Sie in der Ernst, dass die Art und Weise, wie der Bundesgesundheitsminister vorhin Ihren Kollegen versenkt hat, dass das auch bei der Gelegenheit mit auf YouTube gesendet wird? Das wäre mal schön. Dann hätten Sie mal auch einen Beitrag zur Wahrheit und Klarheit an der Stelle gesorgt. Das wäre eine gute Sache. Kollege, vorbereitet. Kollege, nee, möchte ich im Moment nicht. Machen wir hinterher. Nee, nee, ja, okay. Das Wort für hinterher erteile immer noch ja, ich oder auch ja, nicht. Ja, gut. Okay, Entschuldigung, dass ich da eingegriffen habe. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Neu aus der Entschuldigung, aus der Linken. Entschuldigung. Von wem jetzt? Vom Kollegen aus der Fraktion Die Linke, von Dr. Neu. Herr Neu, bitte, sehr gerne. Entschuldigung. Ja, Herr Außenminister Maas, ein kleiner Blick nach links reicht aus und Sie können mich erkennen. Frau Nastic wollte mich etwas fragen, Frau Präsidentin. Ich würde es zulassen. Wollen Sie wirklich was fragen? Sie lassen es zu, gut, Frau. Nein, das ist selbstverständlich. Und seine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Ja, gerne, obwohl meine Zeit ist jetzt schon überschritten, Herr. Das ist Glück für Sie. Herr Präsident, das ist Glück für mich. Okay, herzlichen Dank. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage ja. aus Ihrer eigenen Fraktion? Ja. Och. Jetzt hör du auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Als Weihnachtsgeschenk selbstverständlich. Sehr geehrter Herr Lindt, Herr Präsident, danke, dass Sie meine Frage zulassen. Ich merke gerade, wie ich Puls bekomme. Herr Kollege Thurmey, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.